Guten Abend. Haben wir nicht ein herrliches Wetter? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Schön, dass ihr da seid. Ich möchte einen jeden ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu diesem ersten evangelistischen Abend unter diesem Motto: Jesus, meine Hoffnung. Gut, dass du gekommen bist. Es ist gut, dass du da bist. Voller Erwartung und voller Hoffnung schauen wir auf diese bevorstehenden Abenden und sind gespannt auf das Reden und auf das Wirken Jesu in unserer Mitte, aber auch ganz besonders in unserem Leben. Auch möchte ich alle ganz herzlich begrüßen, die uns am Livestream verfolgen und dabei sind. Wir wünschen euch einen guten Empfang und dass auch ihr offen sein möget für Gottes Reden heute Abend. Am Ende des Programmes wird für euch eine Telefonnummer eingeblendet werden und liebend gerne dürft ihr anrufen, wenn ihr ein seelsorgerliches Gespräch wünscht. Ja, ganz herzlich wollen wir auch dich willkommen heißen, Bruder Ulrich Barzani. Willkommen in Paraguay. Willkommen hier in unserem Chaco. Willkommen hier in unserer Mitte. Und möge Gott dich in diesen Tagen ganz besonders segnen und zum Segen setzen. In Matthäus 11, Vers 28 bis 29 ruft Jesus uns alle sehr schöne Worte zu. Ein wunderbares Versprechen. Und Jesus sagt uns hier Folgendes. Ich lese diese zwei Verse. Matthäus 11, Vers 28 und 29. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Soweit Gottes Wort. Ist das nicht wunderschön? Jesus will uns in diesen Tagen einladen. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen mit Jesus zusammen gehen. Wir dürfen unsere Lasten, unsere Sorgen, unsere Ängste, ja unsere Sünden und unsere Verzweiflung bei ihm abladen. Da am Kreuz. Und er möchte sie uns abnehmen. Er ist gnädig und er ist sanftmütig. Bei ihm allein wird unser Herz Ruhe finden. Jesus allein ist meine Hoffnung. Lasst uns gemeinsam beten. Wir neigen unser Haupt dazu. Danke, Vater, für deine Liebe, für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus dein Leben für uns gabst, damit wir leben dürfen und Frieden und Ruhe für unsere Seelen in dir finden können. Du lädst uns ein, mit all unseren Lasten zu dir zu kommen. Und dafür wollen wir dir von Herzen Danke sagen. Und mögest du uns in diesen Tagen begleiten und uns persönlich, einem jeden von uns, begegnen. Segne du die Botschaft vom Bruder Barzani, und rede du durch deinen Geist in unsere Herzen hinein. Wir befehlen uns deiner Gnade und Barmherzigkeit an. In Jesus Christus. Amen. Lasst uns nun gemeinsam mit dem folgenden Lied bekennen, dass Gott hier gegenwärtig ist. Eine Gruppe unter der Anleitung von Frank Neufeld wird uns in diesen Abenden in der Anbetung anleiten. Gott ist gegenwärtig.
Guten Abend. Ja, drei Abenden wollen wir hier zusammenkommen, sowohl Freitag und Samstagabend auch, jeweils um 19:30 Uhr. Und dann am Sonntagvormittag, 9 Uhr, ist dann der Abschlussgottesdienst. Und wir möchten ganz herzlich zu diesen Abenden einladen. Und gerne dürft ihr Leute dazu einladen, dürft sie anrufen, sie mitnehmen, sie begleiten. Darauf freuen wir uns. Ich sehe, ihr seid alle bis hier gekommen und habt bestimmt einen guten Parkplatz gefunden. Ich hoffe, die Parkanweiser können euch da behilflich sein. Ihr dürft hier hinten auf der Collegio-Straße parken und dort auf der Straße, natürlich hier auch beim FSV, wird zu parken gehen. Wir bitten darum, dass der Parkplatz bei der Adonai EMB doch für die Senioren bleiben könnte und für die Eltern, die Kinder haben, die dort zu den Programmen gehen. Dann möchte ich etwas zu den Toiletten sagen. Wie wir alle wissen, sind die Toiletten hier hinter uns, wo ihr sie auch kennt, und die stehen auch zur Verfügung. Gleichzeitig haben wir hier aber in diesen zwei Eingängen am Westende auch Toiletten. Hier im ersten Eingang ist für Männer und im zweiten Eingang sind die Toiletten für die Frauen. Dann wollen wir auch ganz herzlich einladen für die Kinderprogramme, die auch extra organisiert werden von unseren Sonntagsschulen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch die Kinder erreichen in diesen Tagen. Und dazu wollen wir ganz herzlich einladen.
Da sind die Kleinkinder und Kindergarten, die gehen in den Keller der Adonai. Die Vorschule bis zur zweiten Klasse, die gehen in den großen Sonntagsschulraum. Und die dritte bis zur sechsten Klasse, die treffen sich in der Kirche. Und ja, wir bitten darum, dass die Eltern nach den Versammlungen jeweils, dass ihr eure Kinder dort vor Ort abholt, so dass sie auch sicher ankommen und ja, dass sie nicht irgendwo zwischen den Autos laufen. Da hinten in jener Ecke, also am Nordwestende, da ist ein Raum eingerichtet für Mütter mit Kleinkindern oder Väter mit Kleinkindern. Wenn das Wetter besser ist, kann es sein, dass wir es morgen da draußen machen. So, da kann man sich gerne auch aufhalten und da auch die Veranstaltung mitverfolgen. Quiero dar también la más cordial bienvenida para todas las personas que hablan español. Va a haber traducción simultánea constantemente bajo la frecuencia FM 92.9. Y pueden también acercarse a los ujieres, ellos les van a acercar auriculares de traducción. Hinten ist ein Tisch, hinten an der Wand, in der Mitte ein Tisch, und es ist der Herr Sini Demovic. Er ist von den Gideons und er verteilt da gratis Bibeln in Deutsch und in Spanisch. Da ist auch anderes Material, ihr dürft euch es anschauen und gerne mitnehmen. Diese Veranstaltung hat natürlich auch mit Kosten zu tun und wir werden während den Programmen keinmal eine Kollekte einsammeln, aber wie ihr bereits gesehen habt, an den Eingängen überall, da kann man vor Beginn gerne eine Überweisung machen oder Bargeld einlegen. Und ja, auch ihr, die ihr am Livestream seid, wenn ihr ein Herz dafür habt, dann die Kontonummer wird da eingeblendet sein. Ihr dürft gerne eine Online-Überweisung machen. Ja, Ulrich, ich bitte dich, nach vorne zu kommen. Wir Männer hatten den großen Vorteil, dass wir dich schon kennenlernen durften. Ihr habt es überlebt. Ja, mit einem schmackhaften Asado. Und komischerweise merkte ich dann, als ich nach Hause kam, dass meine Frau auch schon alles mitgeschaut hatte. So, die wusste bereits auch alles. Ich traf heute im Supermercado eine Frau, die sagte mir auch, sie hätte das gehört. Kam aus Neuland. Das war doch nicht nur für die Männer, hat sie gesagt. Okay? Genau so. Wir würden gerne wissen wollen, wo kommst du her, was machst du, wie schaut es aus mit deiner Familie? 2,5 Stunden Bericht. Also ich komme aus Deutschland, in Kassel wohnen wir. Ich bin mit Regine verheiratet seit 55 Jahren. Wir haben 3 erwachsene Kinder, 2 Jungs und ein Mädchen. Das heißt, der Zweitälteste, der ältere Junge, ist heute genau, hat Geburtstag heute und ist heute 52 Jahre alt geworden. 52, so alt sind die Jungs. Wie alt bist du? Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen wollte, aber... Ja, los! 43, ja. Ja, okay, du wirst auch noch älter. Ja. Wir haben 5 Enkel, der jüngste Enkeltochter ist 15 und der älteste ist 30. Schön. Da kannst du ablesen, wie das so ist. Gut, also wir leben in Kassel und ich bin mein Leben lang unterwegs gewesen, um das Evangelium zu sagen. Meist habe ich mit jungen Leuten zu tun gehabt, eine große christliche Jugendorganisation in Deutschland geleitet. Aber mein Herz schlägt dafür, dass die Botschaft von Jesus zu Menschen zu bringen. Mein Vorrecht war, meist war es in Deutschland, aber ich hatte auch das Vorrecht in Asien und Afrika und sogar in Lateinamerika. Wunderbar. Ja, da wollte ich gerade noch fragen, was ist dir wichtig? Aber ich glaube, du hast es schon gesagt. Ja, da brennt mein Herz für. Seitdem, mit 14 Jahren ist bei mir die Entscheidung gefallen, dass ich wirklich wusste, man ist nicht nur traditionell so Christentum, sondern ich will Jesus folgen. Und dann habe ich aber sofort
vermittelt bekommen und begriffen, du kannst das nicht nur für dich halten, sondern du musst das mit anderen teilen. Da brennt ein Feuer und das musst du mit anderen teilen. Und das macht eigentlich mein Leben aus. Die Liebe von Christus ist ein Motiv, ist eine Antriebskraft, ist ein wirkliches Feuer. Und ich wünsche vielen von euch, dass ihr das auch spürt. Genau, dieses Feuer, das haben wir bereits gespürt und wir freuen uns riesig auf diese Tage mit dir. Freut euch nicht zu früh. Dankeschön. Ja, lasst uns nun gemeinsam unseren Vater im Himmel loben und ihn anbeten. Und anschließend bringt Bruder Parzani dann die Botschaft zu dieser Frage. Fängt der Glaube an, wo das Wissen aufhört? Bitte schön. Ja, ich lade ein, mitzusingen. Diese Gruppe hat zum Ziel, Gott anzubeten, zu loben und euch anzustecken, euch mitzunehmen dazu. Und wer sich frei fühlt, wer will, der darf auch aufstehen, wenn er schon zu lange gesessen hat. Aber nicht deswegen hauptsächlich, sondern einfach, weil er das fühlt, ich will vor Gott aufstehen, ich will in die Hände klatschen, ich möchte die Hände heben. Fühlt euch frei dazu und lasst uns zusammen vor Gott kommen und ihn anbeten.
hast unser Gebet gehört. Du hast gehört, dass ganz viele von uns hier von Herzen gesagt haben, wir wollen Beter werden. Wir wollen dich anbeten in Wahrheit und im Geist. Und du kannst uns erforschen, du kannst uns durchschauen. Und wir wollen dir sagen, dass wir dich lieb haben, dass wir froh sind, dass du uns rettest und dass dieses Feuer in uns weiterkommen kann und dass alle sehen, du bist der einzige Würdige, der mit Leib, mit Seele, mit unserem Denken und mit unserer ganzen Kraft gelobt werden soll. Ich bin schon fast eine Woche jetzt in Paraguay und im Chaco und ich fühle mich schon zu Hause. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Das ist großartig. Ich bin fasziniert und erlebe an jedem Tag Neues, was meinen Horizont weitet. Ihr habt ein großartiges Thema. Jesus, meine Hoffnung. Und ich bin natürlich neugierig, was ihr darüber denkt. Glaubst du das? Bist du da wirklich überzeugt von? Ist das das Motto deines Lebens? Würden auch andere, wenn sie dein Leben sehen, sagen, also wenn man die oder den beschreibt,
Jesus ist seine Hoffnung. Das ist das Wichtigste, was man bei diesen Menschen beobachten kann. Also glaubst du das? Glaubst du das aus welchem Grunde? Kannst du das begründen? Es gibt ja viele Gründe. Man kann ja auch etwas glauben, weil man so erzogen ist. Weil das in der Familie einem nahegebracht worden ist. Und wenn man eine gute Familie hat, dann übernimmt man das ja gerne. Das ist ja kein Zwang. Aber man macht es eben, weil Menschen, die man lieb hat, es auch machen. Und wenn man dann in einer Gemeinschaft lebt, wie ihr hier im Chaco, wo viele Menschen sind, die das unterschreiben würden, die sagen, Jesus ist meine Hoffnung, dann fällt es umso leichter, dass man einstimmt und sagt, okay, das glaube ich auch. Man muss ja nicht drüber nachdenken, würde ich das auch glauben, wenn ich in einem Land lebe, wo Atheismus sozusagen Staatsreligion ist. Ich habe als junger Pastor in Jerusalem gearbeitet, im arabischen Teil und auf jordanischer Seite, und 99% der Menschen, mit denen ich ein Jahr lang zusammenlebte, waren Muslime. Da habe ich plötzlich nachgedacht und gesagt, wie kommst du eigentlich dazu, etwas zu glauben, was 99% der Menschen, die hier auch leben, für Unsinn halten? Würdest du das auch sagen, Jesus meine Hoffnung, wenn du in einem muslimischen Land geboren wärst? Es könnte ja sein, dass Leute hier sind, die sagen, also ja, das steht da vorne, das ist ein tolles Motto, nur ich kann das noch nicht unterschreiben. Also so weit bin ich nicht. Da habe ich mehr Fragen als Zustimmung. Da bin ich skeptisch, ob das so stimmt. Wie gesagt, das ist ja so, wie man erzogen wird. Ich sehe das. Wenn die Mehrheit der Gesellschaft so etwas sagt, dann glauben viele das. Aber was zählt das eigentlich? Ist das wirklich, ist das nicht nur, ist das ein Gefühl? Ist das einfach eine Behauptung? Ist ja eine steile Behauptung, dass Jesus die Hoffnung ist? Ja, wieso? Womit soll man das begründen? Ist das nur eine Einbildung? Ist das eine Wunschvorstellung? Also, Leute, die so denken, die möchte ich heute Abend besonders herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass du da bist, und mein Herz schlägt heute Abend ganz besonders für dich. Denn es macht überhaupt keinen Sinn, solche Widerstand, solche Skepsis, solche Zweifelfragen, die man hat, einfach unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als gäbe es das alles nicht. Natürlich gibt es das. In meinem Land, wo ich herkomme, sind weit über 90% der Meinung, dass dieser Satz Unsinn ist. Deutschland ist kein christliches Land. Noch nicht einmal 4% der Kirchenmitglieder gehen sonntags in einen Gottesdienst in Deutschland. Der Kirchenmitglieder. Und Kirchenmitglieder, selbst in den großen Kirchen, ob evangelisch oder katholisch oder freikirchlich, sind weniger als 50% in Deutschland seit diesem Jahr. Das heißt, die, die das glauben von Herzen, mit Überzeugung, sind in Deutschland eine verschwindende Minderheit. Ich lebe dauernd in einer Umgebung, in der mir deutlich gemacht wird, das ist Unsinn. Das gibt's gar nicht. Da gibt es ein paar religiöse Spinner, die sowas glauben. Aber das ist doch nicht begründet. Und einer der Sprüche ist, den sie dann sagen, ist, ja, der Glaube, der fängt da an, wo das Wissen aufhört. Aber zum Leben braucht man präzises Wissen in der Technik und in der Wirtschaft, wenn es ums Geld geht, und überhaupt auch in der Medizin, überall präzises Wissen. Naja, gut, und dann gibt's auch noch den Bereich, wo es nicht so genau drauf ankommt, da hat man Gefühle. Und da glaubt man an irgendwas, an ein höheres Wesen, und ihr glaubt an Jesus. Aber das ist doch alles nicht nachweisbar. Da kannst du, wieso verlässt du dich da drauf? Du verlässt dich da nur drauf, weil du so erzogen worden bist. Und weil du gerade in einem Umkreis, in einer Familie bist, wo die anderen das auch glauben. Also vielleicht denkst du so. Und dann sage ich noch einmal herzlich willkommen.
Wenn du je am richtigen Ort warst, dann bist du heute Abend hier, am richtigen Platz. Denn zu deinem Herzen möchte ich gerne sprechen. Und glaube nur ja, wenn du so tickst und so denkst, ich kenne das. Ich kenne das. Es ist mir überhaupt nicht fremd. Und wenn mal so Zeiten sind, wo die Mehrheit jubelt und eine Jesusbegeisterung da ist, dann kippt sowas auch schnell um ins Gegenteil. Und ich bin froh darum, dass ich euch aus der Bibel etwas sagen kann, was so realistisch ist. Und ich möchte heute einen Bericht aus der Bibel euch nahe bringen. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 6. Das ist ein langes Kapitel und ich kann es gar nicht ganz lesen, will es auch, ich erzähle es euch zum Teil, aber da hinten gibt es Bibeln und wenn ihr zu Hause Bibel habt, dann bitte ich euch, das gilt für jeden Abend, lest das bitte noch einmal nach. Macht euch kundig, überprüft, was ich hier sage, prüft das selber, Bibel lesen, bildet, selbst wenn man nicht dran glaubt. Es ist dann besser, wenn man Originalton gelesen hat, dann weiß man wenigstens, warum man es ablehnt. Aber nur so aus zweiter Hand einfach was nachplappern, was irgendjemand gesagt hat, das ist natürlich nicht, auch kein solider Grund. Weder wenn man glaubt, noch wenn man es kritisiert. Also das ganze Kapitel 6 im Johannesevangelium, da wird berichtet, wie eine Jesus-Begeisterung umkippt in eine Jesus-Enttäuschung und der Trend weg von Jesus ist. Und das ist kritisch. Wie war das? Ich will das zusammenfassend erzählen. Jesus war berühmt geworden dadurch, dass er Menschen geheilt hatte. Das kann man heute verstehen. Gesundheit ist die Hauptsache, sagen die Leute bei uns. Ich weiß nicht, ob der Satz bei euch im Chaco auch gesagt wird. Und wer heilen kann und helfen kann, der hat Zustrom. Das ist klar. Und das bereitete sich aus, das Gerücht von Jesus, der heilt Hunderte und Aberhunderte. Die Leute kamen und brachten ihre Kranken. Und dann Johannes 6, am Anfang wird dann noch berichtet, dass bei einer Gelegenheit, wo er danach lange geredet hat zu den Leuten, dann passiert noch ein Riesenwunder, die Leute sind hungrig und es gibt eine Speisung. Jesus sagt, gebt ihnen was zu essen. Die Mitarbeiter haben aber nur zwei Fischbrötchen. Also klar gesagt, steht da zwei Brotfladen und fünf Fische. Aber sie hatten das so geschätzt, über den Daumen, 5000 Männer hier. Und die Frauen hatten die irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mitgezählt. Es waren da dort wahrscheinlich doppelt so viel. Und dann fängt Jesus an, das zu verteilen, die zwei Brote und die fünf Fische, nachdem er gebetet hat. Und es wird nicht weniger. Er verteilt und verteilt und seine Jünger teilen aus. Und es 5.000, 10.000 Leute werden satt. Und sie sammeln noch das Übriggebliebene ein. Und dann ist der Begeisterungssturm perfekt. Der kann heilen. Und der kann unser Hungerproblem lösen. Und dann gibt es eine ganz klare Entschlossenheit in dieser Masse von Menschen. Der muss der Chef sein. Der muss unser König sein. Und also sie haben mal nicht Jesus begeistert. Jesus, unsere Hoffnung. Da war niemand, der nicht der Meinung gewesen wäre, Jesus ist meine Hoffnung. Der kann heilen und der kann Hunger stillen. Das sind die beiden Grundnöte unseres Lebens. Den brauchen wir und den machen wir zum König. Und dann lesen wir in Johannes 6, interessanterweise, Jesus spielt nicht mit. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als nun Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Er entzieht sich dem.
Leute sind ein bisschen enttäuscht. Es wird Nacht, die Jünger fahren weg. Es passiert noch eine dramatische Überfahrt. Jesus kommt dazu. Am nächsten Tag suchen die Leute ihn. Sie haben nicht aufgegeben. Wir müssen, der ist es. Jesus ist unsere Hoffnung. Ja, sowas wünscht man sich. Und dann treffen sie ihn, sie treffen ihn wieder. Und er sagt ihnen, ihr sucht mich jetzt nicht, weil ihr verstanden habt, dass das, was ich gestern getan habe, ein Zeichen war. Also ein Wegweiser. Ein Wegweiser, da steht dann Philadelphia, 65 Kilometer. Dann fährt man das Auto nicht an den Wegweiser und sagt, hier bin ich in Philadelphia. Sondern man fährt in Richtung des Wegweisers weiter, 65 Kilometer, um nach Philadelphia zu kommen. Jesus sagt, das ich gestern getan habe und die Heilungen und die Speisung war ein Wegweiser, war ein Zeichen. Aber ihr wolltet daran stoppen. Ihr dachtet, das wäre das Ziel. Ihr habt nicht kapiert, dass das ein Wegweiser war, der zum Eigentlichen hinzieht. Nein, das ist nicht die Lösung, dass man gesund wird. Das ist nicht die Lösung, dass man den Bauch voll kriegt und satt ist. Unser Problem ist schwer und dann erklärt er es. Das ganze Kapitel 6 erklärt er es und es heißt immer wieder, die Leute murren, sie kritisieren, sie verstehen es nicht. Er sagt, ihr braucht ein Brot, das euer Leben ganz anders ernährt als das, was er gestern auf wunderbare Weise bekommen hat. Und dann sagt er ihnen diesen großen Schlüsselsatz. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Wie, sagen sie? Ja, sagt er, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Das ist eine ganz starke Einladung. Er sagt nicht, ich gebe euch das Brot. Ja, das hat er gestern getan, wunderbar. Ich bin es. Und dann, sie fragen, wieso du bist es? Wie sollen wir das verstehen? Und er erklärt und sie verstehen nichts, sie kritisieren. Und dann wird er drastisch. Heißt es hier, da stritten sie untereinander. Und dann sagt Jesus, dies ist aber das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten sie untereinander und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Und dann noch einmal, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Da sagen sie, das ist aber das Letzte. Es sind doch keine Kannibalen. Was ist doch eine Zumutung? Was will der? Jesus erklärt ihnen ganz drastisch, die Lösung ist, dass Jesus, der Gott ist und Mensch geworden, sein Leben opfert, sein Fleisch und Blut, Blut steht für das Leben, Leib und Blut gibt, für uns stellvertretend, stirbt am Kreuz. Das Gericht Gottes, das jeder von uns verdient hat, an unserer Stelle trägt. Ja, sagt er. Und dass jeder, der dem vertraut, mit Jesus eine Person wird, mit Jesus eine Person wird, mit ihm seinen Kreuzestod hineinkommt, mit ihm begraben wird, der alte Mensch, der eine Beleidigung für Gott ist, der in seiner Selbstgerechtigkeit Gott ins Gesicht spuckt, der Gottes Gebote mit Füßen tritt in der Lüge und in der Habgier und im Betrug und im Ehebruch. Jesus wird zur Sünde gemacht und er trägt das Gericht, das wir verdient haben. Und Jesus sagt, das ist die Lösung. Ja, ihr wollt mich zum König machen, weil ich eure sozialen Probleme und eure tiefen menschlichen Probleme gelöst habe. Heilung für den Körper, Nahrung für den hungrigen Körper. Das ist wichtig und Jesus gibt es.
Aber wir sagen, das ist genug, das ist die Lösung. Nein, sagt Jesus, das ist nicht die Lösung. Du kannst topfit und gesund sein und in Ewigkeit verdammt. Dein Leben geht zu Bruch in Zeit und in Ewigkeit, weil du nicht Frieden mit dem Schöpfer hast. Und du kannst ein Asado essen können. Das hat sich, das war auf der Zunge, einem auf der Zunge zergeht. Du kannst gesättigt sein und deine Seele wird vor die Hunde gehen. Das gefällt den Leuten nicht. Dann sagen sie, heißt es hier, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und dann passiert etwas, was wirklich traurig ist. Und das ist am Schluss dieses Kapitels. Und ich glaube, das gelingt uns, das zeigen wir auch. Das lese ich nämlich wörtlich in Johannes 6, Vers 66 bis 69. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Jünger sind ja Menschen, die nicht nur so ein oberflächliches Interesse an Jesus hatten, sondern die schon entschieden haben, wir wollen dir folgen und von dir lernen. Jünger heißt eigentlich wörtlich Schüler. Also hier heißt es, viele von denen, die entschieden hatten, wir gehen mit Jesus, weil der ist es. Der kann uns das Leben zeigen. Da heißt es, viele von denen drehten um und gingen weg und wollten in Zukunft nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Das meinte ich, wenn ich am Anfang sagte, es gibt Situationen, wo eine große Menge von sagen, Jesus ist unsere Hoffnung. Das hätten die im Chor singen und rufen können. Jesus ist unsere Hoffnung. Er heilt die Kranken und er speist die Hungrigen. Er ist und soll unser König sein. Und als Jesus sagt, wer er wirklich ist und wo das Problem wirklich liegt und was die Menschen wirklich brauchen, die ihm so begeistert zujubeln, das sagen sie so nicht. So haben wir nicht gewettet. Da wird Jesus eine große Enttäuschung. Wir haben ganz viele in Deutschland, ich weiß ja nicht, wie ihr das so habt erlebt in eurem Bereich, über ganz viele bis hinein in die Kirchen hinein, Große und Freikirchen und wer weiß, was sie sagen, was ist das denn für ein Glaube? Wollt ihr uns im Ernst sagen, was wir an einen Gott glauben müssen, der ein so grausames Opfer am Kreuz von Jesus braucht, um uns vergeben zu können? Gott ist doch, wenn es Gott ist, dann ist er die Liebe und er ist gnädig und er kann uns vergeben, so oder so. Der braucht doch nicht dieses grauenhafte, stellvertretende Opfer. Was habt ihr denn für eine Gottesvorstellung? Das ist bei uns in Europa die Nummer eins Kritik an der christlichen Botschaft, bis hinein Streit in den Kirchen. Religiös wollen sie alle sein und Gottes Liebe wird überall gerühmt, aber doch nicht so, aber doch nicht der Gekreuzigte. Das kann doch, was ist das für eine Vorstellung? Da wandten sich viele ab. So haben wir nicht gewettet, diesen Jesus wollen wir nicht. Könnte ja sein, dass es schnell kippt und dass dann die Begeisterung für Jesus in die Enttäuschung umschlägt. Was ist eigentlich in dieser Situation? Was hilft jetzt in einer solchen Krise? Und das müssen wir ganz genau betrachten, denn das ist unglaublich wichtig. Jesus treibt es jetzt noch auf die Spitze. Man muss sich das vorstellen, da sind Tausende und die strömen weg. Albtraum, wenn sie jetzt aufstehen würden, da hinten so langsam und hinten rausgehen, so, und dann wäre zum Schluss wäre Oliver hier noch der Letzte. Dann würde ich hier aber langsam nervös. So war es bei Jesus. Und was macht Jesus? Er sollte den engsten Freundeskreis jetzt sagen, aber ihr werdet doch treu sein. Das andere sind die Mitläufer, aber ihr. Nein, er fragte Jesus die 12, wollt ihr nicht auch weggehen? Das ist riskant. Wollt ihr nicht auch weggehen?
Ich weiß nicht, wie lange die Pause danach war. Steht nicht in der Bibel. Dann heißt es hier, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das Erste ist, er hat sich umgeguckt und hat gesagt, okay, alle gehen, die meisten gehen, und die scheinen ja auch gute Gründe zu haben, sind ja auch kluge Leute. Aber wenn ich jetzt auch gehe, wohin? Was ist die Alternative? Welches Angebot ist denn da noch da? Und dann stellt er erstmal ganz kühl fest, die Angebote, die sich da noch anbieten, die lohnen den Schritt weg von Jesus nicht. Das war seine Bilanz. Und jetzt kommt der Grund. Und da bitte ich euch jetzt sorgfältig hinzuschauen. Das ist der Schlüsselsatz des heutigen Abends. Wenn ich den erklären kann, dann haben wir gewonnen. Also, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Der Heilige Gottes heißt, in dir ist Gott präsent, gegenwärtig. In dir begegnen wir Gott. Wieso kommt er zu der Erkenntnis? Er sagt, wir haben geglaubt und erkannt. Petrus sagt also nicht, wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an. Sondern er sagt, Wissen, Erkenntnis, Wissen entsteht aus dem Glauben. Wieso? Stimmt das? Ja, das stimmt. So funktioniert das Leben. In der Naturwissenschaft, man hat eine Behauptung, eine Vermutung, eine Hypothese. Man weiß nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Man macht ein Experiment, man testet das und im Experiment, in der Anwendung auf der Praxis und der gründlichen, wiederholten Anwendung kommt raus, ob die Behauptung stimmt oder nicht stimmt, ob sie teilweise stimmt oder teilweise falsch ist. So, das heißt, ich habe zunächst einmal vertraue ich einer Behauptung. Wenn ich das für Mist halte, dann werde ich das nicht mal mehr prüfen. Wenn ich das prüfen will, dann mache ich ein Experiment, wende das an und gewinne eine Erkenntnis. Das muss man dann wiederholen können und dann stimmt es. Und so leben wir den ganzen Tag. Übrigens, wir alle, ganz egal, was Sie denken und glauben, teilen im Augenblick einen Glauben miteinander, für den wir sogar unser Leben einsetzen. Ist Ihnen das bewusst? Wir alle glauben, dass diese Decke hält. Wir sagen, sie hat bisher immer gehalten. Naja, das war bei allen Decken so, die dann eingestürzt sind. Bis dahin haben sie gehalten. Und alle, die von herabstürzenden Decken erschlagen wurden, haben eine Minute zu lange geglaubt. Die haben alle geglaubt, die Decken halten. Ich wette, keiner von euch hat hier vorher die Statik geprüft. Übrigens sind viele von euch im Auto zu anderen eingestiegen vorhin und sind hierher gefahren. Habt ihr geprüft, ob der nicht Selbstmordabsichten hat, der Fahrer? Hat er bisher noch nie gehabt. Habt ihr geprüft, ob er fahren kann? Ja, das habt ihr vorher schon mal erlebt. Ihr habt vielleicht gegessen heute. Wer hat das Essen gekocht? Habt ihr bei dem Essen, das ihr auf dem Tisch habt, vorher eine chemische Probe entnommen, ob da Gift drin ist? Da war noch nie Gift. Alle, die an vergiftetem Essen gestorben sind, haben einen Teller Suppe zu lange geglaubt. Natürlich gibt es gute Gründe zu vertrauen, dass das Essen nicht vergiftet ist in einer Familie und dass der einen nicht vor den Baum fahren will oder den Graben oder einen anderen Crash machen will. Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, aber eine Gewissheit haben sie nicht. Selbst wenn sie eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, sie machen das Experiment. Sie sind eingestiegen, sie haben die Suppe gegessen, den Kaffee getrunken und es ist ihnen bekommen, sie sind heil ausgestiegen.
Sie haben eine Erkenntnis gewonnen. So funktioniert das. Das ganze Leben, wir könnten überhaupt nicht leben, wenn wir das andere, das mit dem, der Glaube fängt an, wo das Wissen aufhört, ist ein totaler Unsinnsatz, der nichts zu tun hat mit der alltäglichen Realität. Es gibt Menschen, die sind krank, sind angstkrank, die können morgens vor Angst nicht aus dem Bett gehen, weil sie sich nicht trauen, aus dem Bett zu steigen, weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt oder irgendwas. Das ist krank, da muss man zum Arzt. Normalerweise zum Leben gehört, dass ich ein Risiko eingehe, ein Vertrauen wage, dass ich glaube, mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit, und manchmal ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, und wir machen es trotzdem und gewinnen nachher eine Erkenntnis, es ist gut gegangen oder nicht. Also, so funktioniert das Leben. Der Petrus stellt hier nur fest, wie das Leben immer funktioniert. Wir haben geglaubt und daraus ein Wissen gewonnen, eine Erkenntnis gewonnen. Nun muss man sagen, damit ihr mich nicht missversteht, es gibt noch einen Unterschied, den muss man beachten. Bei Sachen, da muss ich dieses Experiment nicht selber machen. Bei Dingen, das können auch andere für mich machen, die Physiker oder die wer auch immer, der kann den Test für mich machen, und wenn das oft genug gemacht worden ist, dann kann ich das nachlesen, dann kann ich sagen, aha, ich muss selber das Risiko des Wagnisses nicht eingehen, das haben die gemacht und das stimmt. Bei Sachen können andere das machen. Bei Personen geht das nicht. Also ich möchte wissen, ob meine Frau mich liebt. Das ist für mich wichtig, da sage ich nicht, es kommt nicht drauf an, ob sie mich liebt. Das möchte ich hundertprozentig wissen. Was soll ich machen? Soll ich sagen, gut, also schicke ich dich zum Psychologen und sage mal, wenn du mich sagst, du liebst mich, das kann ja jeder sagen, geh mal zum Psychologen, mach mal ein Gutachten, der soll mir mal sagen, was er von solchen Liebeserklärungen halten soll. Und jetzt bin ich ja im Chaco und meine Frau ist da in Europa. Da hätte ich doch sicherheitshalber in Kassel einen Privatdetektiv auf sie ansetzen sollen, der mal nachguckt, mit wem eine Frau sich noch so trifft. Das wäre ein wissenschaftliches Verfahren. Zweifel als Prinzip. Nicht glauben, sondern kritisch, skeptisch, zweifelnd prüfen. Aber jeder weiß, was das Ergebnis ist. Wenn ich einer Person mit Misstrauen begegne, dann zerstöre ich das Vertrauen, das sie möglicherweise für mich gehabt hat. Wenn ich meiner Frau so spionieren lassen würde, dann ist die Liebe, die sie zu mir hat, ist kaputt. Was heißt das? Bei Personen kann man die Tests, das Wagnis des Vertrauens, das Experiment nicht anderen überlassen. Man kann das nicht delegieren und selber Zuschauer bleiben. Das möchten doch viele. Mein Leben lang sagen mir die Leute, also soll an Gott glauben, an Jesus glauben, beweis ihn mir. Er sagt, das möchtest du. Wie ein Zuschauer dabei stehen und ich soll dir jetzt vorführen, wer Jesus ist, dass er ist und wer er ist. Damit sagst du, du willst Jesus wie ein Stück Holz, ein Stück Metall, NaCl oder ein Ding behandeln. Du hast nicht begriffen, schon bei Menschen geht es nicht so. Wenn du sie wie Dinge behandelst, kommst du nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, sondern du zerstörst die Wahrheit. Das hat mit dem christlichen Glauben nichts zu tun, das hat nur mit dem Verstand was zu tun. Der Satz, der Glaube fängt an, wo es Wissen aufhört, ist ein dummer Satz. Den Leute sagen, die nicht zu Ende gedacht haben. Denn alle gewinnen ihre Erkenntnis, erwissen aus dem Glauben, aus dem Vertrauen auf Behauptungen, auf Vorgaben, auf Hypothesen, die im Experiment sich erwiesen haben als zutreffend, als wahr, als belastbar. So. Und das kann doch Jesus immer von uns erwarten, oder? Dass er nicht wie ein Stück Holz behandelt wird, sondern wie eine Person. Und nichts anderes passiert hier. Petrus nüchtern und klar denkend sagt, was passiert ist.
Die Stimmung ist weg von Jesus. Die Mehrheitsmeinung ist, Jesus geht gar nicht. Petrus überlegt, was habe ich erfahren? Was habe ich erkannt? Was ist die Alternative? Was hat er denn gemacht? Er hat geglaubt, Jesus hat ihn gerufen, hat gesagt, komm, folge mir nach. Und dann hat Jesus aufgrund der Anfangserfahrung, die er mit Jesus gemacht hat, entschieden, okay, ich vertraue ihm, ich gehe mit ihm. Er wusste ja noch nicht viel. Jesus war noch nicht gekreuzigt worden, er war noch nicht auferstanden. Er war ja der Person begegnet. Er hat entschieden, dem vertraue ich. Vertrauen ist ganz praktisch. Ich gehe jetzt mit und Jesus bestimmt, wo ich hingehe und wo ich hingehe und wie lange ich bei ihm bleibe und wie ich meine Tage zubringe. Und ich höre ihm zu und das, was ich verstehe, das wende ich an. So, das war Glaube. Und die Bilanz, schon die Zwischenbilanz, schon vor der Kreuzigung und der Auferstehung, war so, der hat bewiesen, dass er Worte, die ewiges Leben schaffen, also Leben, das keiner kaputt machen kann, das von Gott kommt. Und ich habe geglaubt und erkannt, dass in ihm Gott selbst zu mir kommt, der Heilige Gottes. Das ist genau der Punkt. Und jetzt weiß ich ja nicht, wo ihr steht. Ob ihr gerade so etwas kennt, wie ein Sog, der einen von Jesus wegzieht. Mag ja sein, dass du sagst, auch äußerlich bin ich dabei, auch in der Gemeinde, auch in der Familie. Da bricht man nicht so schnell mehr, aber innerlich bin ich schon ausgewandert. Ich sing die Lieder noch mit, aber so mit Überzeugung packt mich das nicht. Also ich würde da nicht für den Kopf auf den Block legen. Ich würde dafür nicht sterben wollen. Ich würde dafür keine Nachteile in Kauf nehmen wollen. Also das ist doch viel zu unsicher, so ein Gefühl, so eine Vermutung. Vielleicht bist du da. Vielleicht sagst du, ja, kann ich denn Gewissheit finden? Ja, sagt er, so ist es. Petrus sagt es. Jesus ruft, er lädt ein, er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Ein paar Sätze vorher. Sagt er, es geht nicht darum, dass ich dir etwas gebe. Ja, schön, wenn Jesus heilt. Schön, dass er Regen gibt und es Wachstum gibt und euer Vieh zu fressen hat. Das sind Gaben und Segen Gottes. Aber er sagt, das ist nicht alles. Das ist ein Wegweiser. Bleib nicht am Wegweiser stehen, sondern fahr dahin, wo der Wegweiser hinzieht. Er fährt zum Kreuz. Da, wo Gott die Arme ausbreitet und sagt, ich trage das Gericht für dich, für deine Gottvergessenheit und Selbstgerechtigkeit und deine Torheit, dass du meinst, du könntest in deiner Tüchtigkeit ohne Gott leben, mit ein bisschen religiöser Soße darüber. Komm in meine Arme. Bring deine Selbstgerechtigkeit, bring deine Sehnsucht, bring deinen Stolz, bring deine Lüge, bring deine bösen Worte, deinen Ehebruch. Bring es, komm, ich kenne es, dafür sterbe ich. Ich nehme alles in mein Sterben hinein, in mein Grab. Und ich nehme dich mit durch dieses Grab hinein in meine Auferstehung. Wir bleiben eine Person. Martin Luther hat einmal gesagt, wer an Jesus Christus glaubt, der ist mit Christus ein Kuchen. Schönes Bild. So wie ein Kuchenteig, Mehl und Milch und was da alles so reinkommt, zusammengeknetet und gerührt wird, dann in den Ofen geschoben, wird der Kuchen gebacken und zum Schluss kannst du nicht sagen, ich möchte jetzt das zweite Ei haben, das du da reingeschlagen hast. Das geht nicht mehr. Du kannst ein Stück Kuchen haben. Untrennbar, so sage ich, mit Christus ein Kuchen sein. Wenn ich ihm vertraue, ist das nicht nur etwas im Kopf oder eine Tradition oder etwas Äußeres, sondern eine Personengemeinschaft. Er hat alle meine Versagen, alle meine Selbstgerechtigkeit, alles, was Mist in meinem Leben ist. Und
Er gibt mir seine Heiligkeit und seine Barmherzigkeit und seine Liebe und seine Stärke, die der Tod nicht mehr kaputt kriegt, und sagt, wir sind eins, ein Kuchen. Christus in mir und ich ihm. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm, hat Jesus gesagt. Ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, er ist es, es muss rein in den Körper, sonst nährt es nicht. Vom Betrachten und Bedenken eines Brotes wird niemand satt. Es muss gegessen werden, es muss innen rein. Das ist es. Jesus, meine Hoffnung. Und jetzt möchte ich dich einladen. Die, denen jetzt klar geworden ist, meine Güte, da habe ich noch was verpasst. Habe ich gar nicht gedacht, dass da noch mehr ist. Oder vielleicht hat mancher schon aufgegeben und resigniert und gesagt, das klärt sich nie, das ist Tradition. Die Mennoniten, die haben das schon durchgehalten seit Jahrhunderten, sind dafür geprügelt, haben geblutet. Die werden das nie aufgeben. Ob das stimmt oder nicht, wenn man so viel dafür geblutet hat, wird man das doch nicht aufgeben. Vielleicht denkst du so. Aber du solltest diese Erfahrung machen, mit Jesus ein Kuchen werden. Und deshalb möchte ich euch einladen. Ja, ihr könnt das machen, wie ihr es wollt, und ihr werdet es machen, wie ihr es wollt, wo auch immer, zu Hause oder mit anderen oder alleine. Aber wir haben uns in diesen Tagen ausgedacht, dass wir einen Dienst der Liebe tun wollen. Versteht's? Ein Dienst der Liebe für die, die diesen Dienst der Liebe annehmen wollen. Da steht ein Kreuz. Und ich werde gleich hier runtergehen und mich an dieses Kreuz stellen, als ein Zeichen. Dieses Kreuz ist ja nichts Magisches, sondern es ist ja nur eine Erinnerung, ein Hinweis darauf, Jesus ist ein für alle Mal am Kreuz gestorben. Er hat das Gericht getragen. Gott hat ihn auferweckt und bestätigt. Er breitet als der lebendige Herr jetzt die Arme aus. Und dieses Kreuz soll uns erinnern. Und ich stelle mich daran, weil ich sage, das ist mein Platz. Das ist mein Platz. Ich brauche das jeden Tag. Ich brauche das, nachdem ich Anfang meines Lebens und kapiert habe ich es, als ich 14 war. Und ich habe es jeden Tag neu gebraucht, dieses Kreuz, diese Erneuerung dieser Gemeinschaft mit Jesus. Und es ist in meinem Leben so viel falsch gelaufen, so viel irre Wege. Ich habe es immer wieder gebraucht, dass er gekommen ist, wer zu mir gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich habe gefressen, was man mir angeboten hat, aber dann ist er gekommen und hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann bin ich bei ihm satt geworden. Und deshalb möchte ich euch heute einladen, wenn du den Eindruck hast, das ist bei mir dran. Ob es nun zum ersten Mal ist oder ob du in einer Phase bist, wo du denkst, ich habe mich diesem Jesus entfremdet. Das ist mir alles so theoretisch geworden, so fernab. Da steht so viel dazwischen, da ist so viel Selbstgerechtigkeit. Da ist so viel Sünde, so viel Lüge, so viel Betrug, so viel Habgier, Besessenheit vom Besitz und Sorge darum, mit dem ich Gott beleidige, den Schöpfer, ich habe ihm nicht vertraut. Dann komm und lass dich einladen. Wenn du dich geärgert hast daran, an diesem Jesus, der am Kreuz verblutet. Muss das sein? Bin ich denn ein Verbrecher, der Gnade braucht? Wenn du begriffen hast, ja, ich brauche das, dann komm. Und wir wollen das so machen. Gleich wird die Musikgruppe ein Lied singen, ein Einladungslied. Ich stelle mich dahin und ich bitte euch, wenn ihr euch rufen lasst und wenn euch das im Herzen berührt hat, was Gott in seinem Wort, als Jesus euch heute sagt, dann kommt. Steht einfach auf von eurem Platz und kommt hier still nach vorne, stellt euch um dieses Kreuz im Kreis zu mir. Es werden auch einige aus dem Mitarbeiterteam dazukommen, die erkennt ihr, das sind keine Schlepper, die erkennt ihr an den Namensschildern, die sind nur dabei, damit später Gespräche möglich sind. Ich bin ja jetzt ein Gast bei euch. Ich bewundere das, dass ihr euch so gut kennt in den Kolonien.
Aber ich habe auch angefangen zu begreifen, dass dieses Vertrautsein für manche Angst erzeugt. Und dass sie sagt, was ist, das jetzt ein Spießrutenlaufen? Muss ich jetzt hier aufstehen und alle? Deshalb bitte ich euch alle, gaffen ist jetzt nicht. Gaffen, versteht man den Ausdruck hier? Gaffen ist jetzt nicht. Zu gucken, wer geht hinter. Was auch immer du mit deinen Augen machst, wenn du Jesus kennst, dann schrei in deinem Herzen, dass jetzt ein Raum der Liebe entsteht, weil Jesus Liebe ist. Und ein Raum der Freiheit, weil Jesus die Freiheit schafft. Und ein Raum der Wahrheit, weil er die Wahrheit ist. Und dass Alte und Junge den Mut fassen können und die Freiheit spüren können, egal, wer mich sieht und was sie denken, ich habe gehört, Jesus sehnt sich nach mir. Und ich sehne mich nach ihm. Wenn du dieses Heimweh spürst jetzt, dann lass nichts stärker sein in diesem Augenblick, an diesem Abend, als diese Sehnsucht zum Vaterherzen Gottes, zu Jesus, der sich so sehr nach dir sehnt. Denke nicht, der wird wie ein Polizist dich angucken, was du alles gemacht hast. Denke nicht, er wird mit einem moralischen Zeigefinger auf dich weisen. Das Kreuz zeigt, er breitet die Arme aus und sehnt sich darum. Wie eine Mutter, wie ein Vater, dich in diese Arme zu schließen. Komm. Ich will euch sagen, was wir tun. Wir treffen uns am Kreuz, wenn er kommt. Mehr als eine Bitte aussprechen kann ich nicht. Das tue ich aber gerne von ganzem Herzen. Und ihr singt das Lied und wir lassen Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Wir haben Ruhe. Und der Weg ist ja weit. Ihr müsst nicht sagen, von da oben, da stolpere ich. Kommt behutsam. Und dann, wenn das Lied zu Ende ist, sage ich noch einen Satz und dann wollen wir, der Theo wird dabei sein und einige Mitarbeiter, und dann wollen wir in einen Nebenraum dieser Halle gehen, zusammen, damit wir dort in Ruhe Gespräche führen können und vielleicht auch beten können. Und hier wird der Matthias die Versammlung kurz schließen. Also ganz einfach, damit Sie, ihr wisst, was passiert. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Das ist sicher. Ich bitte dich, komm.
will neu beginnen mit dir, will neu deine Wege gehen. Schaffe du neues Leben in mir, lass mich deine Wahrheit sehen. Wir haben Zeit. Wie lange hat Jesus auf uns gewartet? Ich bin ein alter Mann geworden, ich bin jetzt 81. Ich habe gesehen, wie das viele junge Menschen, hier stehen viele junge Menschen jetzt. Ich habe in meinem Leben gesehen, wie viele junge Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Ich habe auch erlebt, dass viele Männer hart geworden sind und nicht mehr den Mut fassen können, noch einmal ihr Leben neu zu beginnen. Sie schämen sich. Kann man, wenn man 50 ist und 60 oder 70, sich eingestehen, ich habe falsch gelebt? Das will man nicht. So lebt man seine Lebenslüge weiter und wird härter und härter und geht in Ewigkeit verloren. Ihr Männer, ich bitte euch, Jesus ruft euch. Er hat gesagt, ich stoße niemanden zurück. Er wird euch nicht verachten. Er wird euch nicht kritisieren. Und er schafft jetzt den Raum der Freiheit. Und er gibt den Mut, dass keine Macht der Welt dich hindern kann, dein Leben neu zu beginnen und ein neugeborenes Kind durch den Geist Gottes zu werden und die Vergebung der Sünden. Deshalb lade ich dich ein. Komm. Lass uns noch einen Augenblick Stille haben und wir singen noch eine Strophe und dann schließen wir. Herr, ich will neu beginnen mit dir, will neu deine Wege gehen. Schaffe du neues Leben in mir, lass mich deine Wahrheit sehen. Komm in mein Leben. Jeder, der will, kann auch dazukommen. Ich möchte für euch beten und dem Herrn danken, dass er uns so sehr liebt. Ach, Herr Jesus, du kennst jetzt jeden, der hier steht und auch jeden, der mit sich kämpft im Saal. Wir danken dir für deine bedingungslose, starke Liebe. Und jetzt befehlen wir uns dir an, auch in den Gesprächen, dass du jedem die richtige Hilfe gibst und dass es zu einer klaren Erneuerung unseres Lebens kommt. Schließ uns in die Arme. Danke, wir brauchen dich, du großartiger, ewiger Herr und Heiland. Der Herr segne und behüte euch. Amen. Wenn Matthias jetzt die Versammlung schließt, wo ist, hier ist der Theo, der weiß Bescheid, folgt ihm einfach, wir gehen hinter ihm her.
Ganz herzlich wollen wir auch für morgen Abend einladen. Bruder Ulrich Barzani wird zu dem Thema sprechen. Kann man Glück lernen? Ja, und ich fordere uns einfach auf, ladet noch jemanden ein, lasst uns auch im Gebet zusammenstehen für diese Abende. Und wir können gerne auch etwas früher kommen. Und wenn ihr seht, hier sind schon einige da, stellt euch zusammen, betet gemeinsam und lasst uns das vor unserem Herrn bringen. Auch sind wir bereit, in diesen Tagen als Gemeindeleiter oder auch als Seelsorger der verschiedenen Gemeinden bereit für Gespräche. Ihr dürft uns gerne anrufen in den Gemeindebüros oder persönlich, privat, und wir treffen uns. Wir sind offen dafür, seelsorgerliche Gespräche zu führen, wenn jemand das wünscht. Ich möchte diesen Abend abschließen mit einem Gebet, und wir können aufstehen dazu. Ja, Herr, unser Vater, wir sagen dir Dank. Wir sagen dir Dank für das, was du getan hast für uns. Herr, was du bist, diese Liebe, diese unglaubliche Gnade und Barmherzigkeit, die wir erfahren dürften in unserem Leben, aber die du so reichlich auch verschenken willst. Danke, dass du ein Gott bist, der uns einlädt in diese Beziehung mit dir, Herr. Und Herr, du mögest zu uns in diesen Tagen reden. Du mögest unsere Herzen öffnen, unseren Verstand, unsere Ohren. Und Herr, dass wir vernehmen, was du uns sagen willst und wie du uns neu begegnen möchtest, uns verändern möchtest und erneuern möchtest. Herr, wir wollen dir diese Tage anbefehlen. Du sollst im Mittelpunkt stehen. Wir wollen dich mit unserem ganzen Leben verkündigen. Und Herr, nun begleite du uns, wenn wir auseinandergehen, und segne du einem jeden. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Bleibt bewahrt auf der Heimfahrt. Ich wünsche allen eine gute Nachtruhe, Gottes Segen und bis morgen Abend.